Hier ist glatt. Ja. So. Es war Liebe auf den ersten Blick. Aufpassen, ne? Ja. Sandra und Lars Lüke haben ihren Gefühlen gleich freien Lauf gelassen. Und ja gesagt. Mal Vorsicht. Beim Notar. Dem Charme des maroden Gutshauses konnten sie einfach nicht widerstehen. Okay, gut. Sie haben den Kaufvertrag gerade unterschrieben. Und können es noch gar nicht richtig fassen, dass die geheimnisvolle Schönheit jetzt ihnen gehört. Obwohl es noch ein klitzekleines bisschen zu tun gibt in und an der Immobilie. Gut. Vorsichtig, ne? Okay. Was machen wir heute? Steine räumen. Alle Steine, die noch einigermaßen in Ordnung sind, beiseite schaffen. Okay. Ich mach vielleicht ein paar Bäume weg, ja, dass wir uns besser bewegen können. Dass wir besser rankommen. Mit der Kleinen bin ich hier immer rumgefahren, hab's gesehen. Das kann nicht kaputt gehen, das darf nicht verfallen. Das müssen wir retten. Und dann habe ich irgendwie lange mich nicht getraut, das Sandra vorzustellen. Und bin dann hier mal irgendwann, habe ich gesagt, jetzt muss ich dir was erzählen. Und bin mit ihr. Nee, du hast gesagt, ich muss dir was beichten. Oh, ich muss dir was beichten, habe ich wir gesagt. Wir müssen jetzt mal wohin fahren, ich muss dir was beichten. Und ich dachte so, oh mein Gott, andere was Frau. Kommt jetzt? Ja, das war der erste Gedanke. Und dann dachte ich so, warte mal, nee, andere Frau kann irgendwie nicht sein. Kann und dann hast du gesagt, ich habe ein Haus gefunden. Ich so, ach du meine Güte, noch ein Haus. Das ist ja nicht so, als wenn ich genug zu tun hätte. Ja, ist nicht so. Dass, ja. Und dann sind wir aber hier hingefahren und sind vorne auf den Hof gekommen. Und da war es dann auch um mich geschehen. Es ist das Gutshaus von Sültenhof-Brigow, das es den beiden angetan hat. Der nächste größere Ort ist Neubrandenburg, 25 Kilometer entfernt. Die Vorderfront ist sogar noch ganz passabel, wenigstens optisch. Doch der Bau steht seit 50 Jahren leer. Die Gemeinde hat zwar ein kleines Notdach spendiert und den Bau gesichert, aber der Dachstuhl ist teilweise eingestürzt. Von oben drohen herabstürzende Dachpfannen und Ziegel. Eine gefährliche Ruine. Da geht nichts ohne persönliche Schutzausrüstung. Auch wenn für Sandra erst einmal nur ihr Skihelm herhalten muss. Bei ihrem Töchterchen ist gerade die Kinderbetreuung ausgefallen. Deshalb ist sie, geschützt mit Fahrradhelm, okay, ausnahmsweise mit dabei. Na, das ist doch. Das aber hier ist natürlich echt böse bei jedem Winter, ja, bei jedem Regen. Hier geht's hier durch. Also ja, die Balken, glaube ich, müssen wir alle austauschen. Alles das raus. Ist, muss alles raus, ja. Seit den 70er Jahren ist das Haus verlassen. Seitdem nagt der Verfall an Balken, Dielen und Ziegelsteinen. Aber der Gang in so ein Haus ist auch wieder mal eine Zeitreise. Sandra und Lars sind jedenfalls hin und weg. Wir machen dann Feuer im März. Ja. Nochmal so ein paar. Oh. Scheiße. Vielleicht sollten wir lieber draußen erstmal die Steine machen. Und dann später hier weiter. Okay. Für uns ist halt schön zu sehen, dass halt hier noch relativ viel drin ist. Mhm. Auch wenn es kaputt ist, aber wir haben zum Beispiel Zargen noch, ja, also Fensterzargen, wir haben noch die Türleisten, wir haben noch die alten Türen, wir haben noch die alte Treppe. Den Ofen. Wunderbar, also da drin sind auch noch alte Öfen. Also es ist ja nicht so komplett geplündert. Ja. Selbst der Boden, auch wenn er hier natürlich jetzt hier durch ist, hier ist ja wirklich ist offensichtlich Ofen, vorbei. Genau. Aber weiter da ist es wahrscheinlich sogar noch möglich, ihn einfach wieder zu schleifen, ja, dass man ihn wieder nutzt. Und es gibt ja ganz viele Gutshäuser, wo alles rausgerissen ist, alles geplündert. Das ist eben hier nicht. In ein paar Jahren wollen sie hier selbst wohnen, wünschen sich Sandra und Lars. Sie stammt aus dem Erzgebirge. Er kommt aus Westfalen. Im Gutshaus von Kobro bei Rostock wirtschaftet seit 13 Jahren einer, der so eine Sanierung durchgehalten hat. Der das Haus vom Keller bis zum Turmzimmer wieder bewohnbar machte. Mit Engelsgeduld und Liebe zum Detail.
Philipp Kaszei kann sich inzwischen immer mehr um die Gestaltung statt ums Grobe kümmern. Nur noch eine große Baustelle gibt es im Haus. Und da geht es gerade gut voran. Denn der Schauspieler und Gutshausfan Olaf Ude aus Schwaben finanziert die Fertigstellung einer ganzen Wohnung, damit er hier die nächsten 10 Jahre mietfrei leben kann. Naja, jetzt ist alles soweit vorbereitet und rausgerissen. Jetzt können wir wieder aufbauen neu. Und jetzt machen wir mit Heiko hier die Tür zu. Und dann geht es irgendwann an die Böden, dann geht es irgendwie an die Elektrik, aber erstmal das Mauern. Neben dem Ersparten investiert Olaf auch die sogenannte Muskelhypothek als Handlanger für Maurermeister Heiko Bischoff. Von dem kann er noch viel lernen. Ist das dein Ernst? Ein Zentimeter? Ja. Ja, das sind die Arbeiten, die muss man auch machen. Das sind entscheidende Zentimeter, sind das. Ja, das ist gut. Philipp, Heiko schickt mich Zentimeter abschneiden. Das darf ich noch nicht als Praktiker. Hier auf der Seite, es wird so eingesetzt. Immer die zwei Löcher nach oben. Prima, Mama. Ich guck einfach kurz zu. Dankeschön. Weil dann habe ich auch schon mal das Schneiden gesehen. Ja, als Praktikant. Ja. Die Baustelle seiner zukünftigen Wohnung findet Olaf Ude ziemlich aufregend. Und auch für Philipp Kaszei ist das Konzept mit dem neuen Mitbewohner ein Abenteuer. Seit einem halben Jahr knuffen die beiden in Kobro. Naja, bis jetzt geht das noch ganz gut, würde ich sagen. Wir begegnen uns mit Lächeln in der Früh irgendwie. Und es geht ja früh los. Beim Philipp ist ab 8 Uhr Einsatz irgendwie. Das ist Paulas in der Schule und dann geht's hier gleich muss weiter. Ja, muss ja. Ja, sonst läuft es nicht. Bitte schön. Wir haben gerade überlegt, ob ich das schon Sommer 23 schaffe einzuziehen oder erst. Ja, das wahrscheinlich noch nicht ganz. Genau, das wird sportlich. Weil mein Stammpersonal langsam auch älter wird im Laufe der Zeit logischerweise und deswegen die dann auch nicht mehr ganz so viel Lust haben, was zu machen. 95 Quadratmeter hat die neue Wohnung im Erdgeschoss mit Fußbodenheizung, offener Küche und großen Fenstern in drei Himmelsrichtungen. Für den Lebensabend genau das Richtige, findet Olaf. Dafür lohnt es sich sogar als Rentner wieder zum Lehrling zu werden. Naja, für den zweiten Tag ist er schon mal nicht schlecht. Das kann man schon mal gelten lassen. Er ist engagiert, sagen wir mal so. Ja. Das haut schon hin. Ist er willig und das ist schon mal das Entscheidende. Ja, und das ist halbe Miete. Ein denkwürdiger Tag. Ich hole eine Zeitung, Philipp. Wir haben was vor. Oh, okay. Nach alter Baumeistertradition wollen Olaf und Heiko eine aktuelle Zeitung in einer Mauer verstecken. Als kleinen Gruß an die Nachwelt. Wer weiß, wer die einmal finden wird. Irgendwann in ferner Zukunft. Die Überschrift endlich im Arbeiterparadies. Die hängen wir hin. Und wenn das in 100 Jahren jemand findet, dann werden die sich wundern. Ich finde das eine tolle Idee von dir zu sagen. Wie auch immer das Arbeiterparadies aussieht. Ja, ist ja ein Fragezeichen dahinter. Ja, genau so ist es. Endlich im Arbeiterparadies. Philipp Kaszei hat nun bald das ganze Haus wieder in Ordnung gebracht. Nur das riesige Dach bereitet ihm Unbehagen. Lange hat er versucht zu verdrängen, dass hier oben noch einige unangenehme Überraschungen auf ihn warten. Im Dach waren jahrzehntelang Menschen untergebracht und haben ihre Spuren hinterlassen. Nach dem Krieg hausten hier Flüchtlinge. In der DDR zimmerten sich Familien, die im Gutshaus lebten, hier oben extra Wohnräume und sogar Bäder hinein. Mehr schlecht als recht. Feuchtigkeit von innen und Regenwasser von außen haben dem Dachstuhl ziemlich zugesetzt. Und das kommt jetzt nach einer großen Entrümpelungsaktion ans Tageslicht. Da fehlt wohl irgendwie so ein Stück Balken, so ein bisschen. Also ich meine, eigentlich wäre jetzt hier so, der müsste ja hier so durchlaufen. Und dann würde der irgendwie hier aufliegen, aber da liegt auch nichts mehr auf. Also
Das muss ein alter Schaden sein, weil das ist halt hier die Kehle. Also irgendwie ist da halt immer das Wasser gestanden. Wenn die Dachrinnen kaputt waren, und dann staut sich das zurück und dann fault der Balken halt, das sieht man ja auch von hier unten, ist halt nach oben weggefault. Und dann von oben, wenn dieses Blech oder wie auch immer das vorher ausgeführt war, undicht ist und da immer von oben das Wasser nachläuft, kann sich natürlich der wahrscheinlich Schwamm oder was auch immer munter weiter ausbreiten. Aber was soll er machen? Für eine Dachsanierung fehlt ihm bisher das Geld. Sowas kostet schnell mal ein paar 10.000 Euro. Das Dach ist im Gutshaus von Dahlen bei Neubrandenburg überhaupt kein Problem. Hier ist es eher die schiere Größe des Objektes. Immerhin haben sich die neuen Eigentümer im alten Speisesaal schon wohnlich eingerichtet. Nur ist der Schreibtisch von Felix Garten gerade verwaist, denn der Doktorand der Soziologie befindet sich auf Forschungsreise. Die Masse soll runterkommen. Seine Freundin Julia Martinez kann aber nicht über Langeweile klagen. Denn zusammen mit dem Malermeister und Restaurator Harald Farnschon erlebt sie gerade ein kleines Abenteuer an der Zimmerdecke. Bei dem Geld muss man halt natürlich vorsichtig sein, dann, ne, wenn es da ist. Es geht viel schneller zu zwei, oder? Zu zwei. Ja, jeder eine Blume, ne? Jeder ein Blümchen. Also ich habe mal beim letzten Mal geguckt, da waren es so um die Viertelstunde für eine. Ja. Also kann man es mal ausrechnen, wie viele es noch sind hier, ne? Ja. Hier ist es rauer, hier oben, da haben sie irgendwann mal nachgearbeitet. Man geht so oft durch die Räume, hat gar keine Ahnung, was sich da eigentlich verbirgt. Und dann kommt immer dieser Zeitpunkt, wo man sich plötzlich wirklich mit dem Raum beschäftigt. Und dann findet man Dinge, die halt die Spuren der Zeit einfach sind. Und das, ich finde es total beeindruckend. Ah, guck mal, da kommt noch was. Was? Das habe ich einfach nicht gefunden. Ja, du wirst noch finden. Das ist ganz komisch, ganz eigenartig. Das ist auf jeden Fall Bauzeit. Also das ist auf jeden Fall die unterste Schicht. Und das ist von 1806 in der Zeit, wo es gebaut wurde, ganz sicher. Ganz spannend war auch, dass uns eine Runge-Expertin gefragt hat, ob nicht vielleicht bei uns auch dieser Farbton halt eben an der Wand ist. Und ja, dann hat Harald hier die kleinen Blümchen entdeckt und dann konnten wir das Ganze bejahen. Philipp Otto Runge war ein Freund Goethes und ist fast so berühmt wie Caspar David Friedrich. Runges Schwester Dorothea hat das Gutshaus von Dahlen errichten lassen. Überall finden wir irgendwelche kleinen Botschaften der Zeit. Und das ist ja atemberaubend, total spannend. So ein bisschen Schatzgräberstimmung schafft das auch, finde ich. Ja, genau. Ja. Harald Farnschon hat Julia und Felix und ihr Gutshausprojekt im NDR gesehen. Er reiste aus der Pfalz nach Dahlen, ließ sich den Saal zeigen und begann an der Decke zu kratzen. Und landete sofort einen Volltreffer. Das ist typisch für Philipp Otto Runge, muss man einfach so sehen. Genau diese Sachen sieht man halt bei ihm in den Skizzen, mit Dreiecken, mit Strichen, mit Bordüren. So, das wäre jetzt eigentlich ganz spannend gewesen, wie ist der Verlauf. Im Prinzip, weil hier haben wir das Band, ja, wo so durchgeht. Ja, wie ist der Verlauf im Prinzip zu diesem Band hin? Der etwas klobige Kasten könnte durch den Runge-Faktor zu einem Wallfahrtsort werden. Ein Haus, was von außen doch relativ grau aussieht und erstmal super unscheinbar, zeigt auf einmal so eine Deckenmalerei. Und wenn die dann halt, ja, wie Harald sagt, halt eben von Philipp Otto Runge ist, dann ist das eine Riesensensation. Ja, hier sehen wir ja noch den. Leider ist der größte Teil der Deckenbemalung im Laufe der Zeit unwiederbringlich verloren gegangen. Wir würden das halt super gerne einfach nochmal genauer untersuchen lassen und sind da jetzt gerade selber auf der Suche nach Leuten, die sich irgendwie besser mit den Malereien von Philipp Otto Runge auskennen. Vielleicht auch die Familie selbst, dass man einfach nochmal schaut, vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine Skizze, vielleicht ist noch irgendwas davon da. Julia Martinez bleibt wie immer 100% optimistisch. Und ohne Optimismus geht es auch gar nicht bei einem Gutshausprojekt. Auch nicht in Sültenhof-Brigow, wo das erste Mal Hand angelegt wird.
von den neuen Eigentümern Sandra und Lars Lücke. In 50 Jahren Leerstand hat sich die Natur schon eine ganze Menge Gutshaus zurückerobert. Holunder im Fundament, Birken im Mauerwerk, Brombeerbüsche überall. Das muss alles verschwinden. Und noch rackern hier Lars und Sandra allein. Können wir ein bisschen Luft raus, ja. Wieder atmen. Ja. Mein Gott, dass wir hier ein bisschen uns jetzt bewegen können. Eine Baum würde ich fast erschlagen, du. Ja. Mein Gott. Da schätzt man immer falsch ein. Ist immer falsch ein, ne? Ja. Im Innenhof in der Ecke stand einst ein Turm. Der ist wohl irgendwann zusammengebrochen. Der modrige Schuttberg kommt als nächstes weg. Man kann ja nichts kaputt machen. Das ist das Gute. Und man kann richtig, wie du schon sagst, genau. Und das Schöne ist ja, dass man das ganze Haus ja davon auch befreit. Ne? Weil es geht ja auch ganz viel darum, sozusagen auch mal frei zu machen, mal Luft zu machen. Und wenn wir dann den ersten Steinhaufen hier weg haben, ich freue mich schon auf das Gefühl, wenn wir das dann sehen und denken so, wow, das haben wir jetzt schon geschafft und jetzt geht's weiter. Die alten Ziegel sind nass, aber noch recht gut erhalten. Es sind so schöne alte Steine, die wieder durchtrocknen, kann man die einfach auch wieder benutzen. Die werden ja wahnsinnig teuer gehandelt, wenn du die heute sozusagen in so einem historischen Baustoffhandel kaufst, zahlst du richtig Geld für. Von daher wäre es ja einfach nicht schlau, die nicht versuchen, soweit sie noch intakt sind, in irgendeiner Form wieder zu benutzen. Die beiden wissen, was sie tun, haben in einem Nachbardorf schon einen alten Schnitterkarten saniert und einen verfallenen Kuhstall wieder benutzbar gemacht. Ich finde das so beeindruckend, was die Menschen damals geleistet haben. Die hatten ja eigentlich in der Regel nur Pferde und eine Kutsche, vielleicht einen Flaschenzug. Ich finde das, dass man das einfach erhalten muss, weil Leute sich einfach damals mit den Materialien, die sie hatten, einfach unfassbar viel Mühe gegeben haben. Und ich da einen ganz, ganz großen Respekt vor dieser Leistung habe. Deswegen schreckt sie der Zustand des Gebäudes auch nicht ab. In das Gutshaus von Sültenhof wollen sie in ein paar Jahren selbst einziehen. Auch eine Einzelkämpferin, die seit 3 Jahren das Gutshaus Eichelberg bei Sternberg repariert, hat die Nerven behalten und ist gar nicht mehr so allein. Immer wieder startet sie Arbeitseinsätze in dem riesigen Haus. Diesmal ist es sogar eine ganze Woche. Ein Seminar für das Bauen mit Lehm. Der Baustoff Lehm ist historisch passend und ökologisch einwandfrei. Die Teilnehmer bezahlen eine Gebühr von 200 Euro für den Kurs mit Seminarleiter Michael Weser. Das hat die Bauherrin Anja Kannenberg geschickt eingefädelt und kommt dadurch gut voran mit den Putzarbeiten im Obergeschoss. Das ist eine Win-Win-Situation. Also die arbeiten ja nicht nur für mich, sondern die können ja auch was lernen. Ich habe ja extra hier einen guten und sehr erfahrenen Lehmbauer eingeladen, der uns was beibringt und der uns eben auch verschiedene Möglichkeiten vorzeigt. Und die Leute können das dann mit nach Hause nehmen, können das entweder in ihrem eigenen Haus oder woanders anwenden. Michael ist gelernter Maurer und hat dann auf Erzieher umgeschult. Im Lehmseminar kommt beides zusammen. Es wird ungefähr so einen halben Zentimeter bis 8 mm aufgetragen. So, fertig ist die Laube. Erstmal, ich habe das relativ glatt aufgezogen.
wartet man eine halbe Stunde, bis das so leicht lederhart ist und dann kann man das verreiben. 6 zahlende Teilnehmer tauchen tief ein in die matschige Materie von Michael Weser. Also mal hier so ein bisschen. Es ist nicht der Anspruch eines Seminars. Also ich bin jetzt hier, ich mache jetzt hier keine tiefen Einführungen in Lehm und mache keine theoretischen Fortbildungen oder so. Ich habe Bücher mitgebracht und ansonsten gebe ich mein Wissen praktisch weiter. Und das ist so wie eine Mitmachbaustelle halt. Ne? Das macht einfach Spaß. Und mit kleinen Kniffen schaffen sie es, ganz viel Material zu bewegen. Wir haben hier eine Stelle im Haus gehabt, die früher eigentlich ein Fußboden war, aber hier war schon so viel Schaden, dass wir ein Loch im Fußboden hatten. Und die nutzen wir jetzt einfach die Möglichkeit und können dann hier auf kurzem Wege die Sachen, das Material hochfahren. Achtung, einmal fällt! Mach voll, Miriam! Jo. Hinterm Haus warten 3,5 Tonnen trockener Lehmputz auf die Verarbeitung im Gutshaus. Also gerade so Naturbaustoffe sind ja, da kann man einfach sehr viel lernen, wenn man es macht und durch die Anwendung. Und das gefällt mir sehr. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Man braucht nur viel Übung. Das ist in einer Woche natürlich nicht so einfach. Aber wir machen uns ganz gut, glaube ich. Anja Kannenberg weiß noch gar nicht, was genau sie mit dem Haus später einmal anfangen will. Aber trotzdem hat sie eine Art von Plan. Das Konzept ist genau wie vorher, nur wieder heil. Und das ist natürlich schön, wenn wir die Zimmer auch wieder so herrichten können als Zimmer, dass man wieder da wohnen kann. Das ist eigentlich der Traum. Aber dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen Lehm an die Wände bringen. In 2 Räumen arbeiten Anja, der Lehmbaumeister Michael und die Seminarteilnehmer. Aber das Haus hat über 40 Zimmer, Kammern und Kemenaten. Es wartet Arbeit ohne Ende. In manchen Morgenstunden wird der neuen Gutshausherrin deshalb Angst und Bange vor dem eigenen Projekt. Ja, ungefähr 2-mal die Woche. Aber wenn ich dann hier wieder mit den Leuten gemeinsam was mache, dann geht es auch schnell wieder weg. Die Gedanken verfliegen. Man muss einfach optimistisch bleiben, sagt Anja. Und den Blick auf das Erreichte richten. Und nicht immer nur auf das, was noch zu tun ist. Für die Gutshausretter in Mecklenburg-Vorpommern geht ein arbeitsreicher Sommer ins Land. Mit launischem, wechselhaftem Wetter. Mal ist es zu warm, mal zu kalt. Erst zu trocken, dann viel zu nass. Der Herbst dagegen zeigt sich schließlich von seiner besten Seite. Und dass sich das Durchhalten lohnt, auch wenn schlimme Schwierigkeiten auftauchen, zeigt sich im Gutshaus Schabzow bei Malchin. Das Dach ist endlich vollständig saniert. Und innen kann ein frisch vermähltes Gutshausretterpärchen schon ganz komfortabel wohnen. Sogar einen Salon für Gäste gibt es schon im Erdgeschoss. Und dahinter den großen Saal. Es gibt Türen und Fenster. Nur die Decke hat noch ein Riesenloch. Das wollen Nina Hollensteiner und Albrecht Pischel nun in Angriff nehmen. Müssen aber erstmal etwas Geld einsammeln für das Projekt. Sag mal, und wenn ich einfach die Platte und du dieses Gerüst habe? Ja, das ist genau. Wir haben heute Abend ein kleines Konzert.
Und zwar haben wir von unseren lieben Freunden ein Cello-Konzert geschenkt bekommen als Benefizkonzert für die Sanierung unserer Saaldecke. Damit wir dann, sehen wir gerade unseren Atem, ist bald auch Konzerte oder Veranstaltungen hier im Saal machen können, ohne dass alle frieren. Da oben ist wieder etwas kaputt gemacht worden, was auf den ersten Blick intakt erschien. Ja, war Schwammbefall und mussten neue Balkenköpfe eingelascht werden. Und da muss man leider immer die ganze Decke kaputt machen. Und genau, Dielen oben auch alle raus. Und dann hat man erstmal ein paar Löcher in der Decke. Nina und Albrecht leben seit Jahren auf einer Baustelle, verlieren aber nie die schönen Dinge aus dem Blick. Vielleicht ziehen wir den erst zu mir rüber und rollen ihn dann so ab, ne? Genau. Du musst ungefähr ab deiner Höhe bleiben. Ja. Ich glaube, so will ich das erstmal probieren. Der Riesenteppich passt perfekt auf den frischen Dielenfußboden im Saal. Das gute Stück haben sie in einem benachbarten Gutshaus ersteigert. Für einen stolzen Preis. Aber so ein Teppich musste es schon sein. Bringt Wohnlichkeit und Wohlgefühl und hält die Wärme besser. Naja, noch haben wir ja keine Wärme, dann kann sie auch nicht entweichen. Das ist der Vorteil. Schön. Na? Die Künstler. Draußen leichter Bodenfrost. Der Künstler kommt mit seiner Begleitung. Johannes Groh und seine Frau Angelika sind Gutshausfans. Die beiden wohnen nämlich selbst in einem historischen Stadtpalais in der alten Residenzstadt Neustrelitz. Sehr schön. Ich bin ganz gespannt auf den Klang. Die beiden haben ja unlängst geheiratet und einem armen Musiker, der selber ein großes Stadtpalais bewohnt, fällt nichts anderes ein, als sich selbst zu schenken, so gut er eben kann. Und was spielt ein einsamer Musiker, der Cellist ist? Bach. Die Luft im Saal ist kalt und feucht. Johannes spielt sich warm und verfolgt die Fortschritte in Schabzow mit großem Interesse. Es ist ja ein Segen, dass es Leute gibt, die so verrückt sind, sich mit meistens weniger Geld, aber ganz viel Idealismus solchen Sachen zu widmen. Und es ist großartig, wenn also auch Nina und Albrecht, wie sie das hier machen, dass sie eben so in kleinen Schritten vorankommen. Aber diese Schritte haben alle so einen Liebreiz, die haben so eine Ästhetik, sodass in jeder Phase dieser Entwicklung kann man das erleben, kann man das mit Leben erfüllen. Und dann ist man mit ihnen zusammen beglückt über das, was geschafft wurde, auch wenn noch so viel zu tun ist. Im Gutshaus Rensow ist abends immer was los. Aber diesmal sind keine normalen Urlaubsgäste im Haus. Es ist eine Abordnung der Jungen Union. Die Nachwuchspolitiker halten in Rensow eine kleine Tagung ab. Auf Einladung von Hausherr Knut Splett-Henning. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu unserer Mitgliederversammlung im Jahr 2023. Bei Knut, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Und ich stelle fest, dass form- und fristgerecht geladen wurde zu unserer heutigen Veranstaltung. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin eigentlich auch aus der JU, ist schon ein paar Jahre her. Also 86 bin ich da eingetreten, also schon ein paar Jährchen vergangen und dann 87 in die CDU eingetreten. Womit wir auch so ein bisschen beim Thema wären. Also ich erwäge, dass ich jetzt, also natürlich bin nominiert als Kandidat für die Europawahl in der nächsten Woche und würde ganz gerne dort am 3. November antreten. Und ich werde euch während der Veranstaltung nicht groß behelligen, denn ich muss nachher auch noch das Essen machen. Der Hausherr will den Abend nutzen, um etwas Werbung für sich zu machen. Denn Gutshäuser retten macht ihm zwar Riesenspaß, aber große Politik vielleicht noch mehr. Außerdem ist Knut glühender Europa-Fan. Wir haben Landesdelegiertentag. Und da werde ich dann gucken, ob man mich als Überraschungskandidat für den Listenplatz 1 vorschlägt. Ich bin dann nicht so zuversichtlich, dass das klappen wird, aber ich meine, wenn man nicht zielt, dann kann man auch nicht treffen. Also insofern, man muss irgendwie auch manchmal für seine Dinge halt einstehen und gucken, was daraus wird.
Seit Wochen versucht Knut, den Parteifreunden seine Kandidatur schmackhaft zu machen, um vielleicht sogar selbst zum Favoriten für die Europawahl aufzusteigen. Das ist halt meine fantastische Kampagne. Knut wählen, ich bin kein Politiker. Das ist also quasi mein Wahlslogan. Und das wird dann halt nachher dann gefaltet, so als, also das sind 21 mal 21 Zentimeter. Also, aber das ist jetzt gerade in die Druckerei gegangen und ich hatte das vorher noch gar nicht gesehen. Das ist dann quasi, ja, nee, das ist dann quasi so das innen drin so, ja. Das ist dann halt quasi irgendwie so und so rum. Ja, mein Bild, naja, das ist dann halt Knut auf der Baustelle. Jetzt geht es in den Endspurt. Für das Abendessen mit den jugendlichen Christdemokraten und für seine Karriere als möglicher Europaabgeordneter. Rückenwind kommt auch von Christina. Ein muss das machen. Und wenn keiner andere macht das, Knut ist auch bekannt mit dieser hoffnungslose Fälle wie ich und die Häuser. Und ja, warum nicht das hier? War Knut? Ich finde die Aufgaben ziemlich alles an. Ne? Ja, so ist das. Schauen wir mal. Ja, so. Was haben wir geschnippelt? Nur noch wenige Tage sind es bis zur Delegiertenkonferenz der CDU in Rostock. Dort wartet auf Knut die Stunde der Wahrheit. Die Gäste strömen in Scharen nach Schabzow. Geht es denn schon um die letzten Plätze oder haben wir die ersten Plätze? Ich würde sagen, genau, Michael, Mittelfeld. Mittelfeld. Oh, gut, ja. 15 Euro pro Person kostet der Eintritt. 20 Gäste haben vorbestellt. Im Saal gibt es noch kein elektrisches Licht, aber Nina hat Kerzen in Hülle und Fülle zur Verfügung. Die spenden nebenbei auch etwas Wärme. Und Albrecht verteilt Aperol Spritz und Gin and Tonics an die Gäste in der Gutshausbar. Das wärmt von innen. Am Ende sind sogar 40 Gäste angereist. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr, Johannes Groh aus Neustrelitz heute Abend hier zu haben, der ein Benefizkonzert spielt, was er uns zur Hochzeit geschenkt hat. Es ist wieder mal einer dieser magischen Gutshausmomente. Nach Jahrzehnten des Leerstandes schallt handgemachte Musik durch das Gemäuer. Und Gäste lauschen verzückt. Sehr beeindruckend. Zum ersten Mal ein akustisches, klassisches Quartett in den Räumen zu hören, das ist schon toll. Im Gutshaus Kobro bei Rostock klingt es im Spätherbst auch ein bisschen wie Musik. Eine Komposition für Kreissäge und Parkettlegehammer. Die letzte Wohnung im Haus ist bald fertig für seinen ersten Dauermieter, hofft Bauherr Philipp Kassay. Das sieht ja schon gut aus. Läuft. Sehr schön, sehr schön. Super. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen Spielkram, das Brett da so reinzubringen. Ne? Da muss man ein bisschen mit Schlagen und Ziehen sich so durchspielen. Jo. Gehen wir mal rüber in den Kleinraum. Fußbodenexperte Robert Helz verlegt echtes Eichenholzparkett in diesen Räumen. Eine Woche lang arbeitet er jetzt schon daran. Es ist eine eigenständige Wohnung, die im Gutshaus Kobro entsteht. Und die soll besonders schön werden. Heutzutage werden fertig Parkettböden verlegt. Jetzt mal so einen richtigen Massiv-Eichenboden zu verlegen mit Fries und Schleifen und Versiegeln, das ist schon was Besonderes. Die linken Bretter liegen auf der also da, genau.
rechten Seite. Hier die vorderen? Genau. Ziel ist ja eigentlich, dass man eben nachher nicht sieht, was hier alles passiert ist, sondern dass man nachher sagt, oh, okay, jetzt hat er den Boden mal geschliffen. Auch wenn viele Leute wissen, dass es eben nicht so war. Aber so ein Unbeteiligter sollte ja dann trotzdem reinkommen und sagen, ah, altes Haus, alter Boden und nicht jetzt irgendwie was Modernes in dem Sinne. Handwerker, die gern in alten Gutshäusern arbeiten, sind schwer zu finden. Meistens nur über Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber Robert Helz wohnt direkt im Dorf. Na, wie man das halt so macht, jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der sowas machen kann und der sowas braucht und so. Also das halt hier auf dem Dorf seit wahrscheinlich seit Jahrhunderten so funktioniert. Ja, genau. Und Robert ist das Gutshaus nicht ganz unbekannt. Ich war hier als Kind im Hort. Als Jugendlicher gab es hier auf der Seite gab's einen Jugendclub. Ja, ein paar Kumpels von mir haben hier gewohnt. Die hat man auch besucht. Also ist schon eine besondere Verbindung, ne? So wie Robert fühlen sich auch viele andere Cobroer Familien noch immer mit dem Gutshaus verbunden. Zu DDR-Zeiten war es ja noch so, dass es halt nach wie vor der Mittelpunkt vom Dorf geblieben ist mit Kindergarten, Konsum, Jugendclub. Wie jetzt hier, das hier war im Original die LPG-Küche, da drüben war dann der Kulturraum. Da haben ja ganz viele Menschen eine Verbindung zu dem Haus gehabt. Und es war ja immer ein öffentlicher Raum und dann kamen die Wände und die Häuser konnten so nicht mehr erhalten werden, weil sich die Strukturen geändert haben. Dann sind die privatisiert worden und viele sind zusammengefallen, weil man auch nicht wusste, was macht man denn mit so einer Riesenhütte. Aber seit Philipp Kaszer hier wirkt, ist in wenigen Jahren so viel passiert wie sonst nicht in Jahrzehnten. Für das Haus und für den Bauherren scheint die Zeit zu rasen. Schnelligkeit ist ja nicht immer unbedingt das Ausschlaggebende. Das stimmt. Muss ja ordentlich sein. Und ich möchte Philipp eigentlich auch nicht so schnell wiedersehen, was diesen Fußboden angeht. Ne? Also sprich, ich möchte eigentlich, dass er damit zufrieden ist am Ende. Das hat sich jetzt gut angehört. Nicht so schnell wiedersehen, ist gut. Der Rest vom Eichenparkett taugt noch gut zum Anheizen für die vielen Öfen im Haus. Seine Betriebstemperatur hat Gutshausretter Knut Splett-Henning noch nicht ganz erreicht, an diesem Abend Anfang November. Er ist etwas aufgeregt. Vor ihm liegt sein Auftritt auf der Landesdelegiertenversammlung der CDU in der Rostocker Stadthalle. Für ihn ein ganz und gar ungewohntes Parkett. Aber Knut hat keine Angst vor großen Häusern. Es geht heute um die Spitzenkandidatur der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Und naja, ich werfe da halt meinen Hut in den Ring. Naja, ich würde sagen, Chancen hat man halt immer. Aber wir werden es am Ende des Abends sehen. Ich gehe in erster Linie erstmal nicht so davon aus, aber wir werden mal schauen. Fast 200 Delegierte aus Mecklenburg-Vorpommern wählen an diesem Abend ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl. Der Favorit steht auf Listenplatz 1 und schon mitten im Saal. Es ist ein CDU-Berufspolitiker aus Schwerin. Den möchte Knut gern vom Thron stoßen. Denn er selbst hat es nur auf Listenplatz 7 geschafft und so wie es aussieht, hat er gar keine Chance, noch weiter vorzurücken. Gerade rechtzeitig ist Knuts Werbematerial geliefert worden. 500 Exemplare hat er drucken lassen. Und eine extra Website freigeschaltet. Spricht mehrere Sprachen, Dänisch hier. Stammt aus dem Norden. Ist doch gut. Und wohnt hier.
Liebe Delegierte. Vorsichtshalber gibt er noch einer kleinen Rede den letzten Schliff. Man weiß ja nie. Es wird darum gehen, dass Mecklenburg-Vorpommern in Brüssel wieder eine starke Stimme erhält. Und diese Stimme kann nur von uns, von der Union kommen. Plötzlich eine kleine Sensation. Knut hat einen Fürsprecher im Saal. Ich schlage für den Listenplatz 1 Knut Splett-Henning vor. Ich bin so ein klein bisschen irritiert. Ich habe den Eindruck, es geht nur um die Bestätigung einer Liste, die schon vorliegt. Ich hoffe, das ist nicht so. Und wir haben hier die Möglichkeit, das auch noch ein bisschen interessanter zu machen. Der Gutshausretter darf tatsächlich als Herausforderer auf die Spitzenkandidatur antreten. Er soll sofort auf die Bühne. Damit hatte er nicht gerechnet. Hallo, guten Abend. Also mein Name ist Knut Splett-Henning. Ich bin noch 52 Jahre alt. Gemeinsam mit meiner Frau kümmere ich mich seit mehr als 20 Jahren um das baukulturelle Erbe Mecklenburg-Vorpommerns. Plötzlich Gegenwind. Wir haben ruinöse Dorfmittelpunkte vor dem Zug durch Abriss und Verfall bewahrt. Mich würde schon interessieren, Sie haben ja sehr viel studiert, auch sehr, sehr lange studiert. Würde ich gerne wissen, was Sie für Abschlüsse dann in dem Studium gemacht haben. Und zum anderen würde ich einfach mal fragen, Sie haben ja auch Kamerateams dabei. Sind wir jetzt gerade irgendwo live auf Sendung bei Gutshäusern, die gerade saniert werden? Geht es hier um die Einschaltquoten oder geht es jetzt tatsächlich um ernsthafte Europapolitik? Vielen Dank. Es wäre mir auch, es ist mir alles, das hier gegrillt zu werden. Ich bin vorbereitet gewesen auf eine Vorstellung der Person es tut mir herzlich leid. Ich höre so ein bisschen. Und der Gegenwind nimmt zu. Wollen Sie da was verändern oder was sind Ihre Themen? Ihre konkreten Themen, was wollen Sie verändern? Ich glaube, dass ich doch jetzt nicht weiterreden werde. Okay, vielen Dank. Vielleicht ist Gutshäuser vor dem Verfall zu retten für ihn doch einfacher als der Tanz auf politischem Parkett. Auf den Kandidaten Jascha Rainer Dopp entfielen 118 Stimmen. Auf den Kandidaten Knut Splett-Henning entfielen 16 Stimmen. Damit ist Jascha Rainer Dopp unser Spitzenkandidat mit 88,1%. Egal, sagt Knut, in 5 Jahren will er es wieder versuchen. Das Leben geht weiter. Das erkennt man auch daran, dass sich die Jahreszeiten abwechseln. Der Winter kündigt sich an, mit kalter, feuchter Luft und dickem Bodennebel. An der Gutshausruine von Syltenhof-Brigow läuft der erste richtige Arbeitseinsatz an. Sandra und Lars haben extra eine Woche Urlaub genommen und Helfer organisiert. Sandra arbeitet im digitalen Innovationszentrum Neubrandenburg. Lars ist angestellt bei einer Unternehmensberatung. Erst jetzt haben sie alle Räume des Hauses einmal richtig anschauen können. Die waren vorher verschlossen. Direkt unter dem eingestürzten Dach ist das meiste zu tun. Vor allem stören etliche morsche Balken, die in der Luft hängen, und ein Ofen, der sich in einer Ecke verkeilt hat, über der abgestürzten Geschossdecke. So, alle vier zur Seite. Nehmen wir einen Kopf rein. Sehr schade, dass das Paket hier drunter ist. Aber der liegt ja noch ganz schräg genug auf. Okay, und? Sehr schön. Okay. Steht immer noch. Variante B ist, wir bewegen jetzt den anderen Balken im anderen Zimmer. Und wenn das auch nicht klappt, dann dein Vorschlag mit dem Vorschlaghammer. Der Ofen wiegt fast 500 Kilo und schwebt gefährlich über ihren Köpfen. Der muss da oben weg. Ein Balken im Nebenraum hat den schweren Klotz eingeklemmt wie ein Spielzeug. Stimmt, könnte man machen. Be-
Bewegt sich was? Nein. Also gerade ein Millimeter, aber nicht viel. Ja, nochmal. Leute, nichts machen, Leute. Nichts machen, bitte. Oh, oh, oh. Dankeschön. Fünfzig Jahre Stillstand, Regen, da kann das schon das Holz und der Lehm auch zum Teil dann nicht mehr widerstehen. Aber ich glaube, Sandra schafft das heute noch alleine, dass sie das hier rausmacht, da bin ich sicher. Und mit Harald natürlich und Carly, dem Mini-Bagger. Aber nein, wir sind tapfer dabei, wir halten die Stimmung hoch und es wird schon, nach und nach. Nach und nach, anders geht's ja nicht. Das Gute ist, wenn wir mit dem Raum fertig sind, dann ist noch da drüben der andere Raum, der aber nur die Hälfte der Größe dieses Raumes hat. Und wenn wir die beiden Räume haben, dann ist das meiste eigentlich geschafft. Dann können wir nicht einziehen. Dann können wir nicht einziehen. Der nächste Schwachpunkt ist loses Fachwerk, das ebenfalls kontrolliert zum Absturz gebracht werden muss. Schau mal, Steine. Bald sollen hier auch mal echte Handwerker wirken. Denn nach dem Aufräumen wollen Sandra und Lars richtig Gas geben beim Gutshaus retten. Anfang Dezember ein überraschender Wintereinbruch. 10 Tage lang Schneetreiben und Minusgrade. Das ganze Land liegt still, wie in Watte gepackt. Genauso plötzlich ist alles wieder vorbei. Aber im Gutshaus Sommerfeld, dem Lieblingsprojekt von Knut Splett-Henning und Christina von Ahlefeld, hat es den Schnee waagerecht durch einige offene Fenster getrieben. Na, guck mal. Ja, das spannt aus. Ja, aber die Spannung ist auf der anderen Seite wieder da. Die Dielenfußböden sind immer noch ganz nass. Knut und Christina haben beschlossen, auch die letzten Fensterlöcher erstmal provisorisch zu verschließen. Mit Plastikfolie. Quasi als Geheimschlüssel. Wir versuchen das alles ein bisschen winterfest zu machen. Das geht erstmal, dass wegen Regen ist es zum besten hier, das mit Regen und dass wir erstmal Krieg ist ein bisschen mehr. Dicht, auch wenn wir hier arbeiten im Winter, das ist nicht so windig. Wir haben uns sehr lange auch das bewusst offen gehalten, um das Haus zu trocknen. Mit Polyester statt Politik. Im Dach von Haus Sommerfeld arbeitet der Zimmerer Stefan Linde wie immer gern allein. Den ganzen Sommer hat er hier oben einen Balken nach dem anderen repariert oder ausgetauscht. Ganz behutsam und mit aufmerksamem Forscherblick. Denn es gibt immer noch viel zu entdecken. Eine Kasse des Kreises Ansbruch-Bad, eine Beitragsrechnung. Also ich finde es immer total spannend. Hier sind ganz viele Sachen, wo ich dann davor stehe und denke, wow, der Dachstuhl, der hier abgerissen wurde, um diesen zu stellen. Die Hölzer, die noch gut waren, wurden hier wieder verbaut. Und das finde ich immer total spannend, sowas rauszufinden. Also sowas nachzuverfolgen. Da sitze ich manchmal wirklich stundenlang und renne von einer Ecke zur anderen, um die Verbindungen zu finden. Stefan baut die jahrhundertealten Lehmwickel der Geschossdecke vorsichtig aus, damit er den nächsten Eichenbalken anlaschen kann. Er braucht Platz für die Reparatur. Ich bin jetzt auch nicht groß bei der Arbeit stört. Ich habe nachher hinten noch mal eine Frage. Da sind bei den Asbestplatten unter den Gauben, da ist so ein bisschen was runtergerutscht. Hast du auch schon gesehen, ne? Ja, gucken wir uns nachher an, ob wir es irgendwie dicht kriegen. Sowas jetzt. Das fällt einem ja erst auf, wenn es dann richtig nass wird und so weiter und so fort. Ja. Wenn so ein bisschen Nieselregen ist, dann merkt man das nicht. Aber jetzt ist da wohl irgendwie, vielleicht mal der Wind von der Seite oder auch Schneegetrieb oder irgendwie so. Knut und Familie wollen irgendwann mal selbst in Sommerfeld einziehen. Das Haus ist so herrlich alt.
Das findet auch der Zimmermann, der hier schon einige Festmeter neues Eichenholz eingebaut hat. Die Substanz, sagt Stefan, sieht schlimmer aus, als sie ist. Also dem Balken selber geht es schon gut, aber dem Kopf nicht mehr. Das ist immer total ärgerlich, weil es ist wirklich nur, sag mal, die ersten 30, 40 Zentimeter. Danach ist der top. Mehrere 10.000 Euro haben Knut und Christina schon in das historisch wertvolle Herrenhaus investiert, das in 350 Jahren oft umgebaut wurde. Die beiden versuchen wie immer, dem Originalzustand so nahe wie möglich zu kommen. In Dänemark haben sie massenweise alte Fenster organisiert, optisch alle 1A. Aber die passen nicht so ganz in die Fensterlöcher. Deshalb zieht es wie Hechtsuppe im ganzen Haus. Mit etwas Wolle von den eigenen Schafen aus Renso bekommen sie die Ritzen dicht. Muss ich kurz gucken, ob das ein breiterer ist? Kannst du ein bisschen mehr stopfen. Kannst du ein bisschen mehr stopfen. Oder? Okay, dann. Es lag in dem Schafkneipe drin. Da. Und ich glaube, was Knut möchte machen. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir machen erstmal eine Latte ran. Ich soll da halten? Ja, ist ja egal. Machen wir drei Schrauben. Ja. Da sind wir nicht so sparsam. Okay. Und jetzt ist es schon irgendwie ganz praktisch, dass wir das jetzt mal durch, dass wir das mal dicht haben. Ich wollte ganz gerne diese vier Räume, dass man die halt auch nutzen kann, also dass ich mich da auch mal setzen kann. Die Holzverkleidung der Originalfenster tut's auch noch mal. Nun hat er verloren. Verspielt. Das ist hier jetzt nicht unbedingt Raketenphysik. Also da ist natürlich die Holzchirurgie, die Stefan da halt macht, ein ganz, ganz anderes Niveau. Und das würde ich mir auch nicht zutrauen. Aber Nägel rausziehen und solche Sachen hier so improvisiert halt was machen. Aber letztendlich ist das schon auch manchmal nicht nur das Ausführen einer Arbeit halt ganz, ganz wichtig, sondern halt auch tatsächlich sich zu überlegen, wie man Dinge halt angeht. Und ich denke, da sind wir halt in erster Linie die Talente da drin. Das imponiert auch dem Bauprofi Stefan Linde. Also letztendlich geht es darum, die Substanz zu erhalten. Da kann man lange rumjammern und gibt keine Handwerker, macht ja keiner, will ja keiner machen. Die machen es selber und packen an und finde ich super. Also ist genau mein Ding. Langsam, langsam. Stück für Stück. Und nebenbei das Heizen nicht vergessen. Im Gutshaus Kobro steigt der Holzbedarf gerade stark an. Allein an der Außentemperatur kann es nicht liegen. Philipp Kassai hat seit einiger Zeit einen Dauergast im Haus. Und der hat jetzt auch seine Frau mit in den kalten Norden gebracht. Olaf und Monika Ude sanieren eine große Wohnung im Haus von Philipp Kassai für den Eigenbedarf. Demnächst wollen sie hier richtig einziehen. Für immer. Dazu müssen sich jetzt neue Menschen, die da dazukommen, ja auch erst dran gewöhnen, dass das andere Dimensionen sind. Also in allem. Eben jetzt zum Beispiel mit dieser Holzvariante. Dass das halt für ein Einfamilienhaus reichte das den Winter über vielleicht. Und hier reicht es jetzt vielleicht, je nachdem, wie viele Gäste da sind, für ein bis zwei Wochen. Und das dauert ja alles dann viel länger. Und deswegen ist es natürlich jetzt gut, dass ich hier Unterstützung haben und dass wir das zu dritt machen. Aber wir brauchen natürlich auch mehr Holz, weil die haben auch zwei Öfen. Und ist ja immer wie überall. Man muss sich ja immer zuerst mal ein bisschen anfreunden und so. Und dann geht das schon ganz gut. Monika hat sich schon prima eingelebt in Mecklenburg. Es ist ja immer was zu tun. Und dann fällt einem das Eingewöhnen ziemlich leicht. Ist auch hier nicht schwierig. Philipp ist nett. Die Gäste sind meistens nett und von daher ist das alles nicht sehr schwierig. Olaf Ude ist als Vorhut nach Kobro gezogen, um den Ausbau der Wohnung voranzutreiben. Für ihn ein Abenteuer. Wie Philipp damals gesagt hat, komm mal einen Winter her und wenn du den überstehst, dann sehen wir weiter. Den habe ich überstanden, es war sehr... sehr schön. Es ist gerade jetzt mit dem Holz, jede Reihe, die ich hier aufschlichte oder die wir hier aufschlichten,
Da geht mir das Herz auf, das bedeutet wieder ein bisschen weniger Rennereien. Nur einen Putzfimmel darf man nicht haben hier draußen auf dem Land. Prima. Beim Heizen mit Holz, mit Modder unter den Schuhen und jeder Menge Dreck und Staub. Naja, es ist ganz praktisch, dann muss man nicht so oft sauber machen, weil es ist eh wurscht, es wird eh gleich wieder dreckig alles. Von daher finde ich das eher angenehm, dass ich nicht so viel putzen muss. So ein bisschen Dreck ist ja auch gesund. So, fertig. Solche Brötchen hast du. Oh, dann bin ich mal gespannt. Ja. Mit schwäbischer Gründlichkeit dagegen geht es an die Fertigstellung der zukünftigen Behausung von Monika und Olaf Ude. Es fehlen noch Farbe an den Wänden, Fußbodenleisten, eine Küche und ein Bad. Die letzte Wohnung im Haus soll ein Schmuckstück werden. Keine Kompromisse, alles perfekt. Aber das dauert eben. Farben dann nur für die Sockelleisten oder stellst du ja auch vor Türen und Türzarge? Nee, genau, dann würde ich eben halt auch sagen, dass man dann halt auch die Türzarge damit macht und dann gucken wir mal, was wir mit den Türen machen. Ja. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorgestellt. Monika hätte sich's wahrscheinlich ein halbes Jahr früher gewünscht, aber es ist. Passt schon alles so, wie es ist. Es war ja auch so, dass ihr ja gesagt hattet, dass euch das so gefällt. Wie der Rest hier ist, dass es auch eben zum Äußeren wieder passt. Also dass nicht jetzt hier komplett, du kommst rein und denkst, wo bin ich jetzt gelandet? Sondern dass man eben guckt, klar, ihr habt noch ein paar andere Möbel, das wird von der Einrichtung noch mal ein bisschen anders, aber so diese Grundräumlichkeiten, das sollte schon irgendwo eine Richtung bleiben. Philipp könnte eigentlich aufatmen. Nach 12 Jahren Arbeit ist Gutshaus Kobro bald wieder komplett bewohnbar. Es gibt ja noch so ein ganz kleines Problem an dieser ganzen Geschichte, das ist ja das Dach. Und das Dach ist ja nicht besser geworden in den letzten 10 Jahren, sagen wir es mal so. Und es war ja vorher auch noch nicht ganz so gut. Es muss ja immer irgendwie weitergehen und man weiß ja nur nie genau, wie es weitergeht. Es wäre auch zu schade, wenn wirklich alles fertig ist. Denn fertig werden ist nicht das Ziel, hat Philipp mal gesagt. Aber fertig geworden ist das neue Buch. Band 3 mit Mut, Mörtel und ohne Millionen. Schöner wohnen mit den Gutshausrettern.